Wir hören jetzt ein wunderbares Lied über die Liebe. Ein Lied mit großen Gefühlen, aufkochenden Emotionen. In diesem Lied wohnt tatsächlich ein geheimer Zauber inne, in dem wir sechs Kinder von der ersten Probe an verfallen sind. Heißt es doch seither, so oft der eine Zylinder den anderen etwas fragt, als Erwiderung. Ja, Schatz. Eins, zwei, drei. Ich liebe sie nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Früher liebte ich nicht so sehr wie sie, heute will ich nur noch weg. Sie meckert immer zu und quält mich bis aufs Blut. Ganz egal, was ich auch tue, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drache, ein gemeiner und perfider. Ich muss dem ein Ende machen, doch ich sage immer wieder. Ja, Schatz, ja, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich suche keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Das kann doch gar nicht sein. Ich meine nein und sage ja. Das war schon immer mein Problem, auch damals vor Altar. Der Teufel soll sie holen, sie bringt mich doch ins Grab. Doch ein Freund hat mir empfohlen, Mensch. Jetzt hakt die Sache doch mal ab. Genau. Dum 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 dum. Und die Idee ist genial. Na warte, Frau, wenn du mich wieder mal mit deiner Spitzenzunge piesackst, hack ich die Sache ab. Mit der Axt. Auch wenn du dann Reue beteuerst. Zu spät, ich hol die Axt. Das war das letzte Mal, dass du rumzukeifen wagst. Weil ich hab ein Beil. Ich will, dass du winselt in dir zusammensackst, wenn ich vor dir stehe. Mit der Axt, weil du unentwegt an meinem Nerven lagst. Mit der Axt, weil du mich mit plumpen Plattitüden plagst. Mit der Axt, weil du alle meine Freunde mir verjagst. Weil du erst das Eis geisst, was da noch hilft. Wenn du mich fragst, schneide dir ein Ohr ab. Ach was, papalapap, ich schneide beide ab. Ich schwinge guter Dinge meine Axt und singe, als ich mit der Klinge ab deinen Hals ab durchdringe. Du. Ich treibe eine Kluft durch Luft und Speiseröhre, zertrenne Muskelstränge, wobei ich leise höre, wie schön jedoch im Nacken deine Knochen knacken. Doch genug der Worte. Papa. Taten warten. Ich gehe in das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt für meine Frau aus und warte auf die Nacht. Ich schleich mich in ihr Zimmer, dort liegt sie tief im Schlaf auf ihrem Bett. Wie immer und schlummert still und brav. Der Wind bläht die Gardine. Ich freu mich, gleich geschieht's. Da sagt sie mit verschlafener Miene: Tür zu, hier zieht's. Ja, Schatz, ich mach die Türe zu. Ja, Schatz, dann hast du deine Ruhe. Ja, Schatz, ich hab auch das Fenster zugemacht. Ja, Schatz, ich geh schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Naja, was soll's? Brumm, brumm. Hack ich halt Holz. Brumm. Ja. Dankeschön.